Ja moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Volto Smart Facts. In dieser Folge stelle ich euch das V50 von GVS vor. Wie ihr schon in anderen Folgen der Smart Facts bereits erzählt, klar, es gibt jede Menge smarte Tastsensoren auf dem Markt. Die Bedienung von denen unterscheidet sich ja doch sehr stark stellenweise. Die einen gehen auf eine klassische Touch-Bedienung, die andere haben eine Kombination aus Touch und echten Tasten. Aber vor allem in Räumen, wo mehr Funktion benötigt wird oder zentralen Stellen, bietet sich dann doch der Einsatz eines kleinen Touch-Panels an. Hier gibt es natürlich auch diverse Möglichkeiten am Markt, unter anderem zu nennen natürlich auch das Gira G1. Aber es gibt auch einfach Kunden, die sagen, ja, ein G1 mit dem ganzen Universum drumherum ist vielleicht ja zu viel des Guten, ist das gute Recht. Andere Produkte sind vielleicht zu starr aufgebaut, was die Programmiermöglichkeiten geht. Und hier hat GVS mit der neuen V50 bzw. V40 Serie eine schöne Lösung gefunden, um verhältnismäßig preiswert viele Funktionen auf ein Touchpanel zu bringen, ohne dass ich dafür ja eine besondere Visualisierung bauen muss oder einen Server brauche, sondern ich habe alles auf einem Gerät mit drauf. Vom Gerät an sich, es kommt wirklich ganz schlicht und einfach daher. Wir haben hier ein 5 Zoll Touchpanel. Wir können mal kurz einmal den Zollstock dran halten. Ungefähr in der Breite ist das Touchpanel 8,5 cm mal ungefähr 15 cm groß. Und somit ist es auch noch von den Abmessungen her wirklich gut erträglich. Das Besondere an dem Gerät ist, es wird auf die ganz normale Unterputzdose geschraubt. Das heißt, ich habe im Lieferumfang einen Metallring. Auch das wirklich ein Vorteil. Es ist kein Kunststoff oder sonstiges, sondern ein schöner Metalltragring. Den bringe ich einfach auf die Unterputzdose drauf, setze das Panel dran und schon ist das gut. Und es hält wirklich extrem fest. Ich habe es hier in dem Fall mal nur so aufgebaut. Aber auch beim Testinstallation in der normalen Unterputz- oder Hohlwanddose hat es wirklich gut gehalten. Und ich kriege es, und das ist das Besondere, auch wieder verhältnismäßig gut, auch wieder aus dem Rahmen heraus. Auf der Rückseite des Panels begrüßen uns zwei Klemmen. Auf der einen Seite natürlich die KNX-Klemme, auf der anderen Seite die Spannungsversorgung für 24 Volt. Auf der Vorderseite haben wir die komplette Glasoptik, hier unten so eine gebürstete Leiste und hier unten in diesem hellgrauen Bereich, da haben wir eine LED-Leiste. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Farben dauerhaft einzustellen, beziehungsweise wir können sie auch über den Bus nochmal separat steuern. Was wäre natürlich aber ein Display, ohne ja, das Display an sich zu schauen? Und deswegen klemmen wir das Display jetzt einfach mal an und schauen es dann an, wie sieht das Ding eigentlich so im Betrieb aus. So, für die schnelle Vorführung in der Smart Facts bin ich einfach mal hingegangen und habe dem Touchpanel ein paar Funktionen beigebracht. Vom Grundaufbau ist das Touchpanel sehr einfach aufgebaut und auch wirklich sehr intuitiv. Wir haben hier im oberen Bereich haben wir die Uhrzeit stehen und das Datum. Das stimmt natürlich jetzt nicht, das habe ich jetzt keine Kommunikationsobjekte drauf senden lassen. Oben wird die Temperatur angezeigt. Wenn ich einen externen Feuchtigkeitsfühler habe, kann ich den auch mit anzeigen lassen. Und ansonsten begrüßt mich meine persönliche Startseite. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, zwischen zwei Favoritenseiten auszusuchen. Ich war mal wieder ganz kreativ und habe es einfach meine Favoriten genannt. Auf diesen Seiten kann ich nun nicht nur Folgeseiten oder Funktionsseiten anzeigen, sondern auch einzelne Funktionen. Das heißt beispielsweise, ich habe jetzt hier gesagt, ich möchte gerne auf die Lichtseite weiterspringen. Und hier habe ich jetzt verschiedene Funktionen mit eingebaut, Schaltfunktion oder sei es die Dimmfunktion, die mir einfach dann dementsprechend ermöglicht wird. Ich kann dann durch Wischen ganz einfach in die nächsten Seiten reingehen. Hier habe ich zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, einfach mal reingenommen, den Vorhang, um einfach dann meinen Vorhang auf- und zufahren zu lassen. Oder ich habe hier Rollläden, auch da wie gewohnt mit dem Slider. Auch die Reaktionszeiten sind wirklich toll gelöst. Ich habe auch Jalousiemöglichkeiten, hier auch mit Lamellenverstellung. Also so, wie man es sich heutzutage wirklich vorstellt, so hat das V50 alle Funktionen integriert.
Auf den folgenden Seiten habe ich einfach mal weitere Funktionen des V50 mal reinprogrammiert. Hier zum Beispiel das Thema Heizung, Lüftung, Klima oder das Thema Klimaanlage an sich, die ich dementsprechend mit ansteuern kann mit den jeweiligen Kommunikationsobjekten. Oder ich habe auch ein Thema RGBW. Ich habe ab Seite 6, also Funktionsseite 6, habe ich die Möglichkeit, RGB bzw. auch Tunable White darzustellen. Und wenn ich jetzt hier mit meinem Finger über die Grafik drüber gehe, ändert sich natürlich dann dementsprechend auch die Farbe und auch die Sättigung natürlich auch. Und für alle, die RGB nicht nur haben möchten, sondern auch Tunable White, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dann Tunable White dementsprechend umzusetzen. Dann habe ich auch mal eine schöne Ansicht, finde ich, noch vorbereitet, das Thema Energiemanagement. Hier einfach mal beispielhaft Strom, Spannung, Leistung. Einfach mal als Idee, um das Thema Energiemanagement auch anzuzeigen. Das V50 hat dafür ein Template, was genau dafür ausgelegt ist. Das haben nicht viele, sonst muss man es irgendwie basteln. Hier finde ich wirklich schön, dass ich das direkt sehen kann. Hier einfach mal als Option mal noch zwei weitere Seiten. Also grundsätzlich, das Display an sich ist extrem schnell auch aufgebaut, muss ich sagen. Ich war am Anfang unsicher, ob ich damit so einfach klarkomme, aber ich muss wirklich sagen, nach kurzer Zeit habe ich alle Funktionen, die das Touchpanel kann, umsetzen können und wirklich toll. Auch im Vergleich zu anderen Touchpanels, die es in dieser Preis- und auch Leistungsklasse gibt, ist es schon wirklich interessant, das Gerät. Hier zum Beispiel jetzt einmal den Vergleich nochmal zu einem anderen Sprung, zur Verschattung. Also wie gesagt, ich kann von der Startseite aus über meine Favoriten, ich kann ja bis zu 4 Stück angeben, direkt zu den Funktionen springen, die für mich wichtig sind und dann wiederum einfach durch Wischen durchspringen. Wem das Thema Wischen bei einem Touchpanel nicht so gut gefällt, hier gibt es die Möglichkeit, in den Einstellungen kann ich auch sagen, dass ich den Seitenwechsel nicht per Wischen machen möchte, sondern dann gibt es die Möglichkeit, den Seitenwechsel über Buttons zu machen. Je nachdem, es gibt ja auch Funktionen wie zum Beispiel RGBW, wenn ich hier eh schon so viele Funktionen habe, die per Wischen zu bedienen sind, kann es häufig dann in der Bedienung vielleicht nicht so gut sein, wenn ich dann irgendwie noch den Seitenwechsel mache. Ist eine Geschmackssache. Aber die Möglichkeiten besteht, auch dort ein wenig individual zu sein. Was haben wir hier noch, wenn wir gerade im Einstellungsmenü sind? Ich habe eine Vibrationsmöglichkeit. Das heißt, ja, wie es beim Smartphone auch ist, das Display vibriert dann ein bisschen. Ich habe die Möglichkeit, in Helligkeit einzustellen vom Display. Klar, auch das fast schon Standard. Ich habe einen Tastenton. Den muss man jetzt mögen, muss man fast sagen. Mir gefällt er nicht, von da habe ich ihn einfach mal ausgeschaltet. Ich kann verschiedene Hintergründe hochladen. Das Ganze mache ich, indem ich auf die SD-Karte, die hier sitzt, die Bilder dementsprechend hochlade, beziehungsweise dann einfach hochgeladen werden beim Einsetzen der SD-Karte. Habe ich in dem Video jetzt aber noch nicht gemacht. Ja, Datum, Zeit kann ich natürlich auch mit einstellen. Ich habe eine Zeitschaltfunktion mit drin. Also ich muss wirklich sagen, es ist schön. Ich würde mir es auf jeden Fall auch zu Hause hinsetzen als zentrale Bedieneinheit. Macht auf jeden Fall einen sehr vernünftigen Eindruck. Also für alle, die sonst immer gesagt haben, boah, GVS ist vielleicht ein bisschen preiswert. Was sind sie auch? Aber qualitativ kann man gegen dieses Gerät gar nichts sagen. Wenn wir gerade diese Ansicht auch haben, man sieht, es ist extrem flach. Also ich krieg's überall eingebaut, ohne Stress. Und das ist schon echt ein schönes Gerät geworden. Wem jetzt die vertikale Anordnung nicht so gut gefällt, es gibt auch ein Gerät in der horizontalen, findet ihr auch natürlich bei uns im Shop. Und somit hat man die Möglichkeit, da auch ein bisschen individuell das Thema zu gestalten. Sonst wird an dieser Stelle der SmartFacts jetzt der Blick in die ETS-Applikation kommen. Wir haben uns jetzt sagen lassen, viele Leute schauen das Video gar nicht bis zu Ende, weil das dann dieser Part kommt. Von daher schieben wir die Vorstellung der Applikation ganz ans Ende. Das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr unten einfach in der Zeitleiste nach vorne springen oder halt eben dementsprechend zurückspringen zum Kapitel der ETS-Applikation.
Ansonsten muss ich sagen, zum Display, ich war wie gesagt am Anfang ein bisschen skeptisch, ob das alles so ja, seinen Dienst tut, so wie es tun soll. Aber im Nachgang muss ich wirklich sagen, mir gefällt das Gerät wirklich gut. Es ist von der Verarbeitung wirklich top. Es gibt keinen Punkt, wo ich sage, ach ja, geht gar nicht. Also GVS hat sich wirklich Gedanken gemacht, auch bei der Applikation. Obwohl es ein chinesischer Hersteller ist, ist die Applikation auch gut übersetzt, beziehungsweise ja, es wirkt wirklich nativ deutsch, auch die Applikation. Die Jungs von GVS sind bemüht, auch jederzeit Support zu leisten. Auch das ist natürlich wichtig, dass ihr bei so einem Hersteller auch einen deutschen Support mit dabei habt. Und naja, das macht wirklich Spaß. Ich habe jetzt keine Funktion wirklich vermisst am Display, muss ich auch sagen. Klar, wenn man jetzt dieses Gerät mit einem Gira G1 oder mit einem vollwertigen Touch-Display vergleicht, das hinkt wahrscheinlich der Vergleich. Das ist auch gar nicht die Zielgruppe von diesem Gerät, sondern ich habe hier wirklich die Möglichkeit, auf relativ vielen Seiten relativ viele Funktionen unterzubringen. Und somit ist dieses Gerät auf jeden Fall gut geeignet, sowohl für Büroräume, wo ich vielleicht viele Funktionen unterbringen muss, aber natürlich auch im Privatbereich, um einfach eine Bedienung darstellen zu können, die verhältnismäßig intuitiv dasteht. Was vielleicht ein bisschen wenig ist, die Möglichkeiten der Logos. Ich habe hier jetzt nicht die Möglichkeit, wie es bei MDT zum Beispiel ist, Logos einfach über die ETS hochzuladen, sondern ich muss hier immer über die SD-Karte hochladen und bin dann vielleicht ein bisschen beschränkt. Das machen andere Hersteller ein bisschen besser, aber okay, das ist jetzt schon Stöhnen auf hohem Niveau sozusagen. Im Grunde genommen, ich finde es wirklich toll, das Gerät, und kann es wirklich empfehlen. Von daher haben wir es auch jetzt in größeren Mengen auf Lager bald liegen. Wenn ihr Fragen habt, natürlich, wie gewohnt, kommt natürlich gerne auf uns zu. Wir werden uns deutlich intensiver mit dem Produkt in Zukunft beschäftigen, um euch dann auch dort immer wieder die neuesten Lösungen rund um GVS der V50 und V40 Serie zu geben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gern wieder einen Daumen hoch. Darüber würden wir uns freuen. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam die ETS-Applikation an. Wenn wir die Applikation das erste Mal aufmachen, sehen wir schon, dass ich verschiedene Einstellungen machen kann, wie zum Beispiel Sprache der Bedienoberfläche. Die Sprachen hier sind jetzt fest eingegeben. Es gibt ja Geräte von Senyo, die können das dynamisch nochmal umschalten, machen aber die wenigsten Leute in meinen Augen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, verschiedene Sachen nochmal zu aktivieren, wie zum Beispiel diesen Farbstreifen oder das Näherungsobjekt oder Näherungssensorobjekt. Wie soll der Bildschirm schon aussehen? Soll überhaupt an sein? Soll es die Uhr sein oder ein Album, was ich erstellen kann? Ganz nette Funktion, muss ich sagen. Sommerzeiteinstellungen, auch das ist ja nicht überall weltweit so, kann ich dementsprechend mit einstellen. Den Farbstreifen kriege ich dann hier auch in der Form nochmal angepasst. Wie soll er reagieren? Soll er ausgehen? Soll er permanent ein sein? Hier vielleicht gesagt, wenn so ein LED-Streifen dauerhaft an ist, kann es natürlich dazu führen, deswegen sagen sie es auch, dass die Temperaturerkennung vielleicht nicht ganz optimal ist. Muss man für sich selbst wissen. Den Näherungssensor kann ich dementsprechend ja auch nochmal einstellen. Der allgemeine Sensor, klar, Temperaturkalibrierung, wie man es halt eben kennt. Also es gibt in dieser Applikation nichts, was einen komplett überrascht oder wo man sagt, uiuiui, wie stelle ich das jetzt ein? Es ist wirklich sehr intuitiv bereitet. Das Einzige, was ich am Anfang zweimal überlegen musste, wie ich es mache, sind diese Hauptseiten, also diese Favoritenseiten. Hier hatte ich in meinem Beispiel eingetragen, meine Favoriten. Diese Schrift wird dann dementsprechend unten auf dem Display angezeigt und ich habe zwei Favoritenseiten, die ich aktivieren kann. Jede Seite kann ich für sich selbst anpassen. Ich kann bis zu 8 Buttons, nenne ich sie mal, auf die Favoritenseite bringen und kann jetzt entweder einem Button eine dedizierte Seite zuweisen, ja, oder ich kann einem Button ein dediziertes Symbol, also Funktion, auf der Seite zuweisen. Und wenn ich das Symbol auf der Seite zuweise, wähle ich dann hier dementsprechend das Symbol 1 bis 8 aus.
Was hier vielleicht ein bisschen tricky ist, man muss sich dann wirklich überlegen, welche Nummer habe ich auf dieser Seite? Habe ich überhaupt diese Nummer auf der Seite? Aber meine Güte, das ist jetzt auch keine große Aktion, das dementsprechend zu machen. Bei den Funktionsseiten habe ich jetzt bis zu 15 Seiten, die ich aktivieren kann. Und wir machen einfach mal ein paar Stück rein. Die ersten zwei sind erstmal alle gleich. Ab der sechsten wird es wirklich interessant, weil da kommen Zusatzfunktionen mit rein. Die schauen wir uns mal an. Auf der Seite 1, hier ganz klar die Überschrift, wie zum Beispiel Licht. Auch hier kann ich sagen, wie viele Funktionen sollen pro Seite sein. Hier sei vielleicht gesagt, ich hatte eben im Video gezeigt die Kachelansicht. Ich kann aber auch sagen, dass die Anzeige als Liste sein soll. Dann habe ich also einen, ich nenne es mal, tabellarischen Aufbau der Funktion. Ist auch da eine Geschmackssache, was einem besser gefällt. Ich muss sagen, von der Auflösung her sind beide gut zu bedienen. Hier suche ich jetzt aus, auf den Seiten 1 bis 6 ist fest eingestellt die Multifunktionsthematik. Das heißt, ich habe Licht, Jalousie, Szene und Wert senden. Und hier beispielsweise bei Symbol 1 kann ich mir jetzt hier mein Icon aussuchen. Wie schon gesagt, hier diese Icons sind fest. Ich kann sie zwar über die SD-Karte hochladen, aber ich kriege jetzt auch keine zusätzlichen Symbole rein. Ich habe jetzt hier beispielsweise das einfache Symbol einer Verschattung oder Jalousie gesucht. Ich habe es für mich jetzt kein schönes gefunden. Kann natürlich das Symbol bekennzeichnen, auch das ist super, und kann dann auch meine Funktion vergeben. Diese Einstellung des Multifunktionstools ist jetzt auf allen Seiten dann gleich über allen Themen. Was mir aufgefallen ist, der Symbolname darf maximal 10 Zeichen lang sein. Das kann relativ schnell begrenzend wirken, da muss man sich ein bisschen kurz halten, aber klar, auf so einem kleinen Display ist das auch verständlich. Ab Seite 6 habe ich die Möglichkeit, umzuschalten von Multifunktion auf HLK, Klimaanlage, Hintergrundmusik, RGB-Dimmen, Anzeige Luftqualität, Fußbodenheizung, Lüftungssystem und Anzeige der Energiewerte. Also je nachdem, was ich hier einstelle, wir gehen jetzt einfach mal auf RGB-Dimmen, habe ich die Möglichkeit, hier zusätzliche Funktionen einzustellen. Man muss natürlich darauf achten, dass wenn ich die Seiten hintereinander anzeige, und ich habe Seite 1 bis 5 dementsprechend normale Funktionen drin, muss ich wirklich erst bis Seite 6 gehen, wenn ich es durchblättern möchte. Oder ich hinterlege natürlich die Seite 6 oder die Funktion auf Seite 6 auf meinem Favoritenbildschirm. Das ist natürlich die Alternative dazu. Aber ansonsten, wenn wir hier einfach mal nur kurz symbolisch reinspringen, ich wähle jetzt hier zum Beispiel aus Helligkeit und Farbtemperatur, also klassische Tunable White Thematik, Seite 6. Habe ich hier meine zwei Kommunikationsobjekte, sind sauber gekennzeichnet. Man muss nicht irgendwie assoziieren, was es heißt, sondern es steht wirklich sauber da. Das kennen wir von anderen Geräten, die außerhalb von Deutschland gefertigt sind, auch anders, dass man häufig da interpretieren muss, was der Programmierer sich damit gedacht hat. Aber hier in dem Fall hat GVS alles super gebaut. Ja, wir haben noch eine Zeitfunktion mit drin, über die ich dann dementsprechend Funktionen realisieren kann. Die Szenenmodule auch mit drin, dass ich dort aktiv Szenen im Raum dementsprechend gestalten kann. Schauen wir uns hier aber auch nicht tiefer an. Und auch, was schon fast zum guten Ton gehört, ist das Thema der Logikfunktion oder Logikmodul, wo ich dann mit den Hauptfunktionen meine Logiken aufbaue. Also was das angeht, hat das Touchpanel wirklich alles drin, was man braucht. Es hat jetzt keine Spezialfeatures, wie jetzt zum Beispiel ein Browseraufruf oder irgendeine Grafik, die angezeigt werden kann, also grafische Darstellung. Man braucht es aber auch wirklich nicht, wenn man es mal ganz hart betrachtet. Von daher muss ich wirklich sagen, das Gerät hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Liebhaber finden wird, weil es einfach auch mal eine andere Zielgruppe auch anspricht. Und stopp.